Drumroll! Es ist Zeit für die 4. Ausgabe der Aktivshow und dieses Mal geht's richtig zur Sache. Das Motto ist Mut und das Coole ist, es geht nicht nur um mich, sondern auch einige der Mitarbeiter von Erdinger sind mit dabei und gemeinsam schauen wir uns das Thema Mut an, wie zum Beispiel die Steffi. Servus! Steffi geht mit mir jetzt im Bikepark spielen. Damit legen wir los. Es wird richtig gut, denn Steffi mag es eigentlich gerne selber noch rauffahren und Rubber Side Down auf dem Weg nach unten. Und deswegen schauen wir uns gleich mal die Jumpline an. Und bei mir ist das so, ich habe so ein bisschen Freeriden mal vor ungefähr 9 Jahren gemacht. Und bei mir ist das Thema ja, wenn du mir so viel Federweg gibst, muss der genutzt werden. Deswegen habe ich arg Respekt vor dem, was passiert. Los geht's also mit dem Mountainbiken im Bikepark, aber es kommt noch cooles Zeug dazu. Ihr geht auf den Klettersteig. Ja, morgen. Da bin ich gar nicht dabei. Nee. Noch eine Mitarbeiterin von euch. Die Dani und ich. Die Dani, die Höhenangst hat, viermal im Leben wandern war, an die Alpspitz in den Klettersteig. Auf dem Klettersteig war. Und dann für mich so ein bisschen das Finale am letzten Tag, Paragliden. Ich mache ja viel Unsinn, aber die Füße gehören aufs Pedal oder den Boden. Und das gibt's halt beim Paragliden nicht. Und wie sagte der Mann so schön, wir können da oben alles machen. Von gefühlt Sessellift fahren bis ich flieg dir die Lichter aus. Also, los geht's. Ciao. Ich häng drin. Was? Das hilft eigentlich nichts. Da müssen wir durch. Ich bin aber eher so der Typ, so Gummi auf dem Boden finde ich super. Ja, wenn ich so abhebe vom Boden, so 20 cm, dann fühle ich mich schon wie ein Superheld. Das ist jetzt doch ein bisschen mehr. Aber, wie hat der gute alte Tourentrainer gesagt, wenn du zum Rückwärtssalto ansetzt, musst du 100% geben, weil auf halbem Weg aufhören ist scheiße. Von daher, meine Mutprobe. Ich komme. Oh Mann, ey. Easy! Das war easy! Echt? Ey, sowas von! Das ist so, da muss ich gar nichts tun. Das Ding ist nur drüber gerollt. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Mit ein bisschen. Mach's mit? Mach mit. Einfach nur drüber gerollt. Wir haben nichts gemacht. Okay. Scheiße. Ja, gut. Hände darüber rollen. Passt euch. Fährst du hinterher, wenn ich vorfahre? Nein, ich mach das schon. Ja, hör. Ohne Scheiß, der ist leichter als der andere. Ja. Aber Mut ist ja auch. Mut ist auch abbrechen können. Mut ist auch abbrechen können. Klicki, 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 klicki. Da mal kurz der Puls hochgegangen. Ja, du. Ging halt von, also da war halt auch. Oh, scheiße. Also das war halt original mit 0 km/h. Ja. Ich weiß nicht, meine Finger machen sich dann selbstständig. Die verbremsen sich so. Ich bin nur froh, dass die Gabel wieder rausgekommen ist. Klump, klump. Die Frage, die ich mich jetzt stelle, ist, traue ich mir den zweiten Jump noch zu? Was willst du denn jetzt sein? Drauf? Ja, also hier den 2 vor dir. Steffi. Steffi sagt gerade, ich habe sie gechallenged. Ja, total. Dabei habe ich mich eigentlich selbst gechallenged. Ja. Erster Gap. Ja, meine auch. Erster gescheiter Tabletop. Ich habe es nicht gemacht. Also ich habe ihn halt sanft genommen. Dunk. Dunk. Aber gemacht. Aber gestanden, das ist die Hauptsache. Sie hat heute Morgen noch gesagt, gesprungen wird nicht. Und jetzt sind wir gesprungen, ja. Genauso wie es sein muss. Es war absolut grandios. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Dani morgen im Klettersteig, nachdem Steffi jetzt Feuer geleckt hat hier. Ja. Und Blut. Gibt's kein Pardon. Aber es hat saumäßig Spaß gemacht. Ja, es war einfach nur jedes Mal mit Mut überwinden war gemacht und dann sofort nochmal. Aber mir ist immer noch schlecht, ehrlich gesagt. Mein Herz klopft doch brutal und mir ist echt ein bisschen noch übel. Das ist echt. Und super cool, zum Mut gehört auch, ja, wissen, wann man aufhört. Ja. Und deswegen den letzten einfach Schicht im Schacht. Auch das ist Mut. Morgen machen wir weiter. Servus. Sollte man nicht aufgeben und dann werde ich schon. Mhm. Aber es schaut richtig schön aus. Mhm. Grandios. Es wird, es wird. Ein Traum. Wir sind jetzt hier und gehen jetzt hier die Ferrata rauf, also es geht bis hier rauf und dann gehen wir hier den Klettersteig rauf. Herzlich willkommen bei der Aktivshow. Wir sind heute im Rahmen des übergeordneten Thema Muts hier beim Osterfelder Kopf und gehen darauf. Sieht man noch nicht. Sieht man noch nicht, weil das Wetter noch nicht so toll ist. Die Challenge dabei ist, ich war noch nie auf dem Klettersteig. Ich Steffi schon öfters. Schon, ja. Und Steffis Aufgabe wird es heute sein, dass du mich da motivierst, ja, hochzusteigen. Ja. Auf jeden Fall, ich schleuse dich da durch. Schau mal her, das Signal kommt, die Sonne kommt raus. Juhu. Lass uns nicht warten, auf geht's, los geht's. Super. Ja, genau. So, das muss ein bisschen locker sein, oder? So, also nicht so einschnürt. Nee, das darf nicht einschnüren. Du musst dich bewegen können, du musst ja auch hochsteigen können. Meine Komfortzone war da, wo Sonne war. Ja. Und eine Wirtschaft. Und Ausblick. Ja. Das ist jetzt so... Ja, Ausblick wird tendenziell besser. Ja, ich hoffe. Und dann, ich gehe schon mal vor. Geh doch schon mal vor. Okay. Also, Dani. Jetzt haben wir die erste Seilsicherung, das ist so nichts Zahles. Aber auf Hochdeutsch schwierig. Also genau, wichtig ist immer, du hängst beide Karabiner ein. Ja? Schaust, dass das halt hier nicht so verknotet ist. Manche haben hier ein Gelenk von den Klettersteigsets, manche nicht. Und dann ziehst du es einfach hinter dir her, wie so eine kleine Leine, okay? Mhm. Ich mache das jetzt mal vor, gehst dann auf. So, und dann ist es hier der erste Haken. Mhm. Und dann immer einen Haken nach dem anderen, okay? Es ist immer wichtig, dass du immer mit einem Haken sichert bist. Und immer schauen, dass wenn du vorangehst, dass du nicht irgendwo unten einen Haken vergisst, weil dann musst du wieder zurücksteigen und unten da ein bisschen mit den Karabiner rumbämseln. Das ist meistens ziemlich nervig. Deswegen Step by Step, das ist schon nachziehen. Und lieber einmal in Ruhe länger umhackeln, das dauert natürlich alles ein bisschen, als ungesichert irgendwo zu stehen. Mhm. Okay? Ja. Wunderbar. Jetzt gehen wir das sieht ja noch machbar aus hier. Es ist auch alles machbar. Es ist alles machbar, was wir heute machen. Und nur alles ein bisschen nass. Ja. Das kommt vom Regen. Wie viel Abstand lasse ich zu dir? Du kannst einfach nach mir gehen. Ich kann nach dir gehen. Okay. So, einhakeln. Geht schon los, dass ich es gar nicht rauskriege. So. Dann steigen wir mal los. Ja. Ja, mir wurde gerade eröffnet, dass nach schweißtreibenden Klettereien wir ungefähr ein Viertel des Weges geschafft haben. Ein Viertel. Wir waren erst eine halbe Stunde unterwegs. Ja, aber es war schon ganz schön steil. Ja, eine halbe Stunde unterwegs. So, da geht's lang. Falls man das sieht, in dem Nebel. Da kommen wir her, da sieht man nichts. Da ist nämlich Nebel. Gott sei Dank sieht man nichts, weil ja, weil Höhenangst und hier abschüssig und so ist nicht so meins und nicht so geil. Und deswegen ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als da lang zu gehen. Steffi, ja? Du leitest an den Weg, du gehst vor und ja, wir sprechen uns hoffentlich wieder in einer halben Stunde oder so. Ja, man sieht an meinem Gesicht an die pure Begeisterung. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Wir haben dafür relativ lang gebraucht. Von daher sind wir ein bisschen hinter unserem Zeitplan und überlegen jetzt, ob wir noch aufs Gipfelkreuz gehen, also auf den Gipfel, oder ob wir umdrehen. Alternative 1 wird jetzt noch so ein paar Stündchen in Anspruch nehmen. Meine Kräfte schwinden. Alternative 2 würde bedeuten, dass wir den gleichen Weg, den wir gekommen sind, wieder zurückgehen müssen. Ich weiß nicht, welche Alternative mir besser schmeckt. Also dieser innere Kampf, den ich jetzt gerade mit mir ausführe, ja, ist nicht so ganz einfach. Ehrlich gesagt, das ist für mich, finde ich es tatsächlich mutiger, auch zu sagen, okay, ich bin jetzt müde und ich drehe jetzt einfach um, weil stur weiterlatschen kann ja jeder. Also ich meine, und ich finde, das Wichtigste ist einfach, dass man am Berg, das ist halt nicht im Tal, sondern dass man da halt einfach in sich reinhört, schaut, was geht und was nicht geht. Und nur weil man oben ist, heißt es ja nicht, dass man es dann geschafft hat. Ne? Sitzt du oben mit teigigen Knien und musst zu schroffem Gelände wieder runtergehen. Das ist ja auch noch vor uns. Deswegen finde ich, macht es keinen Sinn, auf Teufel komm raus, sich irgendwo rauf zu quälen, wenn es eine Alternative gibt. Schön, total gut. Das erste Mal Klettersteig. Das erste Mal Klettersteig. War das jetzt cool oder nicht? Ich habe es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Passagenweise. Passagenweise war es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Hast du irgendwie so Momente gehabt, wo so, was mache ich denn hier eigentlich? Warum? Ich habe kurz mal gedacht, scheiße, ich habe ein kleines Kind zu Hause. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Na, ich habe mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Steffi schon ganz sicher gefühlt. Und wir waren noch nicht allein am Berg, da waren auch noch ein paar andere Leute, die das sichtlich zum ersten Mal gemacht haben und die sind auch hochgekommen. Also habe ich mir gedacht, das schaffst du schon auch. Bist du denn so weit gekommen, wie du wolltest? Nein. Nein. Wie weit wolltest du denn kommen? Nach oben. Wie ist denn das Gefühl hinterher jetzt so? Ist es, also obwohl nicht geschafft, ist es cool, was Neues gemacht zu haben? Es ist mega cool. Also ich... Allein das Erlebnis da oben, auch wenn es nicht ganz oben war, aber schon sehr weit oben, mit Blick, weil wir mal Blick ins Tal hatten, Blick ins Tal, so in so schroffem Gelände, es ist schon was anderes, als wenn du an so einem präparierten Wanderweg lang gehst. Das ist schon für mich als Nicht-Alpinist tatsächlich wow. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich, weil du hast deine Mutprobe schon hinter dir. Auf dich. Schön cool war's. Gemacht. Ja, super. Und jetzt, wo wir hier oben sind, stelle ich schon wieder in Frage, wie gut die Idee eigentlich ist. Felix, was machen wir? Wir fliegen heute. Es gibt ja unterschiedliche Arten zu fliegen. Also du hast auch schon vorher gesagt, runter kommen sie alle. Das stimmt, das ist auch die alte Fliegerweisheit. Akrofliegen ist natürlich so das Extremste und das Muterforderndste, was es so gibt. Da sind die Beine auch manchmal höher als der Kopf oder höher als der Schirm. Ich fliege jetzt 12 Jahre. Ich fliege kein Akro. Ich fliege echt eher genussmäßig. Also eher so Sessellift. Und so lange wie möglich oben bleiben. Ich frage mich eh, was eigentlich schiefgelaufen ist. Ich dachte, dass die Idee bei den Sachen, die wir hier diese Tage machen, ist, dass die Erdinger Fitarbeiter irgendwie eine Herausforderung haben und plötzlich habe ich einen Mitarbeiter dabei, der das schon gemacht hat. Es ist jedes Mal, es ist nicht eine Überwindung, aber es ist eine gesunde Anspannung da. Man muss schon ruhig sein und muss einen guten Tag haben, dass nicht die Pumpe geht, auch wenn man es seit 12 Jahren macht. Also im Endeffekt wird es wahrscheinlich bei deinem Flug 2 Momente geben, wo es richtig cool wird. Der erste ist, wenn dein Fuß das erste Mal die Erde verlässt und die einfach abhebt und du merkst, boah geil, wir fliegen. Das ist mega. Und das zweite ist, wenn ihr eine Spirale macht oder Wingovers oder ein Fullstall, wie auch immer, ist ein bisschen wie Achterbahn fahren. Und da ist ja auch so, so eine Millisekunde denkst du, ja, oh oh, und dann kickt alles ein, was da oben so passiert und dann ist gut. Ich habe Respekt, ich habe echt Respekt, freue mich aber riesig drauf, wir gehen die Sache mal an. Wichtig viel später, wenn ich loslege. Wenn du spürst, es geht nach links, schaust du links hoch. Ja. Wenn du spürst, wir drehen uns nach rechts, schaust du rechts hoch. Okay. Sollte es dir schlecht werden, sagst du Stopp. Aber nur, wenn es dir schlecht wird. Ansonsten darfst du schreiben, wie viel du möchtest. Oh, was passiert jetzt? Wir fangen mit Wingover an. Oh. Und wir werden auch kopfüber sein. Oh, hör auf. Doch. Und dann... Oh, werde ich aus einem Wingover in einen Sat gehen. Das ist wie eine Spirale, nur ein bisschen krasser. Ach, das heißt, der Schirm fliegt vorwärts, wir rückwärts. Oh. Und aus dem Sat gehen wir dann in die Steilspirale und da kommt dann richtig die G-Kräfte. Na, hör doch auf. Doch? Oder mir beim Gedanken wird's mal speiübel. Oh. Na, okay, bitte. So, bist du bereit? Nein. Und los geht's. Scheiß die Wand an! Oh. Heilige Mutter Gottes! Oh. Wie geil war das denn bitte? Alter, war das geil. Oh, unfassbar. Ich habe vielleicht ein bisschen geschrien, aber nur vor Freude. So, ich halte das jetzt. Oh, mir war so flau, als er erzählt hat, was wir machen. Und dann war es nur noch geil. Oh, zack, zack. Wirklich zack, zack. Wahnsinn. Ja. Oh. Geile Geschichte. Wieder einsetzen für die Bucketlist. Geile Geschichte, ja. Geil. So, danke dir dafür. Saugeil. Wieder gerne. Ich fühle mich ja jetzt so ein bisschen wie so ein Superheld. So auf der Superheldenskala von 1 bis 10, was haben wir denn jetzt da oben gemacht? Das waren jetzt eher so die Basic-Manöver, bis auf den Satz. Ja. Das zählt schon als Akro. Okay. Und ich würde sagen, eine 5, 6 vielleicht. Jetzt ist er lieb zu mir gerade. Ja, merkt das schon. Das war schon echt cool, muss ich sagen. Absolut. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Blut geleckt. Was kostet so ein Schein? Zwischen 1200 und 1500. Und dann kommt halt noch die Ausrüstung dazu. Meistens kauft man sich erstmal einen gebrauchten Schirm. Den Schirm fliegt man vielleicht ein Jahr lang. Okay. Und dann steigt man auf die nächste Kategorie hoch, weil man dann schon besser fliegen kann. Und wie viele Stunden, also wie lange dauert, wenn ich das jetzt machen wollte, ich würde nie behaupten, dass es jetzt Spaß gemacht hat oder so, Wie lange dauert es, bis ich fliegen kann? Also beim Anfang geht man erst so einen kleinen Hügel hoch, wie hier, wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Mhm. Und dann lernt man erstmal die Technik von dem Schirm, wie der Schirm funktioniert, wie man ihn auslegt, wie man die Leinen sortiert, wie man sich einhängt, wie man das Flugzeug richtig anzieht. Dann lernt man das Aufziehen von dem Schirm. Wenn das funktioniert, dann geht man nochmal einen Tick weiter hoch und dann zieht man auf, man lernt den Startlauf, man hebt die ersten paar Meter ab, fliegt vielleicht so für 5 bis 10 Meter und dann lernt man die Landung. Mhm. Und das sind so etwa 20 Flüge am Übungshang und dann geht man an den richtigen Berg. Ja. Und da muss man dann 40 Flüge sammeln, Theorie und praktische Prüfung, also Minimum 60, bis man die Prüfung machen kann. Dann macht man Theorie, praktische Prüfung und wenn das dann alles in der erledigt ist, hat man einen Schein in der Tasche. Dann darf man solo fliegen, alleine ohne Fluglehrer. Also es dauert einen kleinen Moment. Ich bin noch immer so ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Das ist noch immer so... So ein bisschen hast du mich ja schon im Kreis gedreht da oben. So, bin jetzt gerade so lauschig, so gemütlich. Na, können jetzt auch einschlafen gehen. Aber es war sau cool. Echt super geil. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Immer wieder gerne. Also, das war unser dritter Teil zum Thema Mut. Es hat richtig Spaß gemacht in Garmisch, muss ich sagen. Alle 3 Tage im Bikepark. Dani und Steffi zu sehen, auch abends, wie cool das für die Dani war und so weiter. Und heute. Und wir haben gesehen, Mut ist... Ja, sich überwinden. Mut ist genauso wie im Bikepark, einfach mal auch zu sagen, jetzt nicht mehr, jetzt ist Feierabend, man muss nicht alles machen. Ich muss sagen, ich hatte am wenigsten Mut heute leider im Flug, als du mir dann erzählt hast, was wir als nächstes machen, aber das war auch so ein ganz bescheuerter Zeitpunkt, um auszusteigen, also von daher war das Thema auch erledigt. Dann kam die Frage noch, bist du bereit? Nö? Ja gut, okay. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Freuen uns auf eure Artikel oder Berichte oder sowas. Was steht bei euch denn so an? Was traut ihr euch vielleicht mal? Vielleicht inspiriert es euch auch ein bisschen, mal Mut zu fassen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!